Leute, so schnell kann sich das Blatt wieder wenden. Letzte Woche, als Bitcoin unter die 53.000 US-Dollar-Marke fiel, herrschte wieder einmal maximale Angst und Untergangsstimmung hier auf dem Kryptomarkt. Eine Woche später, aufgrund eines wunderschönen Short-Squeezes, steht Bitcoin kurzzeitig wieder über der 60.000 US-Dollar-Marke. Nicht nur das, wir sehen ebenfalls die stärksten Zuflusszahlen in die Bitcoin-Spot-ETF seit über 2 Monaten. Die Stimmung, das Sentiment steht wieder auf neutral und unsere Long-Position eröffnet am Tief bei 53.500 US-Dollar, erreicht ihren ersten Take-Profit. An für sich Grund zur Freude, doch freuen wir uns und einige Marktteilnehmer sich vielleicht doch zu früh, denn direkt zu Beginn der heutigen Bitcoin-Analyse muss ich euch eins sagen, Freunde. Aus der Charttechnik, ja, haben wir erst einmal wichtige Widerstände wieder nach oben hin durchbrochen, doch aus der Price-Action-Sicht haben wir bisher gar nichts erreicht. Ebenfalls flackern einige rote Signale hier der Funding Rates, der Liquiditätslandschaft und einiger anderen Trader auf. Das werden wir uns natürlich im Detail in der heutigen Bitcoin-Analyse anschauen, welche Preislevel jetzt halten müssen, welche Hürde hier noch genommen werden muss und vor allen Dingen, welche Bestätigungsmarke durchbrochen werden muss, damit wir endlich diesen Downtrend hier zunichte machen. Und zum Abschluss habe ich für alle Investoren noch einen weiteren höchst spannenden Chart, der signalisiert, wir befinden uns tatsächlich hier in Bodenregion, Freunde. All das in der heutigen Analyse, von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Falls es heute Video gefällt, wäre ich dir natürlich extremst dankbar für eine positive Wertung. Großen Shoutout auch an die Community. Vielen, vielen Dank für über 8000 Aufrufe auf das gestrige Video. Falls du mehr davon sehen möchtest und du noch nicht Teil der Crypto Wall Street bist, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen fundierten Analysen profitieren. Wir verschwenden keine Zeit, legen direkt los. Let's go. Und ja, Freunde, so schnell kann es gehen. Ehe man sich versieht, handelt Bitcoin wieder kurzzeitig bei über 60.000 US-Dollar. Und bevor wir gleich natürlich wieder tief in die charttechnische Analyse einsteigen und vor allem den weiteren Kursverlauf von Bitcoin besprechen werden, möchte ich direkt zu Beginn der heutigen Analyse 2 immens wichtige Learnings aus dieser letzten Woche mit euch noch einmal teilen, euch mitgeben, was euch vor allem auch in Zukunft befähigen sollte, hier eigenständig diese Entscheidungen zu treffen. Erstens, in der jüngsten Vergangenheit hat sich einfach mal wieder bewahrheitet, unabhängig von irgendwelchen charttechnischen Analyse-Hilfsmitteln, hier einfach stumpf auf das Sentiment des Kryptomarktes, des durchschnittlichen Anlegers zu achten. Immer dann, wenn der durchschnittliche Anleger hier in extreme Angstzustände versetzt wird, es war beispielsweise mit dem Fall in die Kursregion von 57.000 US-Dollar runter bis 53.000 US-Dollar der Fall oder von 54.000 US-Dollar runter bis 49.000 US-Dollar der Fall oder wie jetzt auch zuletzt wieder mit dem Fall von Bitcoin unter die 53.000 US-Dollar Marke, ist es einfach smart, sich darüber Gedanken zu machen, den Markt zu kaufen. Natürlich ist das nur eine Seite der Medaille. Idealerweise verknüpft man das Ganze noch mit weiteren Anhaltspunkten, wie beispielsweise signifikanten Preispunkten hier aus dem Chart, so wie wir es jetzt zuletzt gemacht haben. In diesen Regionen hatten wir auf Basis dieser Sentimentsanalyse gesagt, okay, der Markt ist wieder in Angstzustände. Immer dann sollte bei euch, sage ich mal, ein kleines, sage ich mal, Klingeln im Ohr ertönen und nicht darüber nachdenken, okay, jetzt irgendwie in Angstzustände oder in Schockstarren zu verfallen. Nein, dann wird es umso wichtiger, auch hier noch einmal genauer in den Chart zu blicken, ob es eventuell irgendwelche interessanten Marken, charttechnische Marken, preistechnische Marken, EMA-Marken oder sonstige Marken gibt, wo man eventuell darüber nachdenken könnte, eine Long-Position zu eröffnen. Und so sprechen wir seit geraumer Zeit über diesen signifikanten Wick in der Wochenchart, gebildet vom 5. August. Und eine charttechnische Analysemethode ist die sogenannte Wick-Fill-Strategy, die wir hier immer wieder auf diesem Kanal beleuchten, die nichts anderes besagt. In der Regel, wenn wir solche Imbalances, solche Ineffizienten im Markt haben, werden diese in der Regel gefüllt. In 90% der Fällen ist das so, basiert auf Backtesting der Historie. Kannst du ja einfach mal selber durchführen. Dann haben wir zumindest 50% Wick-Füllungsmarke, die hier lag, bei 53.582 US-Dollar. Die Marke, die in der Regel mindestens angelaufen werden sollte, um danach substanziell steigende Kurse wieder reinzubekommen. Diese Marke war die erste, die wir hier identifizieren konnten. Die zweite war aus Wochenchartsicht der 50er EMA, zu dem Zeitpunkt noch liegend bei 54.100 US-Dollar, welcher ebenfalls signifikanter Support-Unterstützung hier im Chart darstellt.
Und dann verknüpfen wir beispielsweise das Ganze ebenfalls immer wieder mit den Liquidation Heatmaps. Ich selbst hier von High Block Capital, der Einmonatschart hatte signalisiert zu dem Zeitpunkt, als wir noch da drüber standen, die interessanteste Marke aus Sicht der Market Maker liegt hier aus Liquiditätssicht bei 53.400 US-Dollar. Dementsprechend kamen exakt in diesen Kursregionen ganz, ganz viele Preismarken zusammen, die darauf hinweisen, okay, das könnte ein interessanter Preispunkt sein, wo der Markt erst einmal wieder zur Wende ansetzt. Wissen tue ich das Ganze natürlich ja auch nicht, Freunde. Es geht um Wahrscheinlichkeiten und da kommen wir direkt zum zweiten Learning. Genauso wie ihr letzten Endes DCA beispielsweise beim Investieren betreibt, genauso, sage ich mal, kauft oder beispielsweise dann aus einem Bullenmarkt raus skaliert, könnt ihr das Ganze mit euren Positionen trade-technisch machen. Denn keiner weiß mit 100%iger Sicherheit, 53.000 US-Dollar, das wird der Boden sein und der Markt, der wird drehen. Dann schaut ebenfalls nach weiteren signifikanten Preismarken und splittet eure Position auf. Skaliert in eine Position rein und skaliert beispielsweise, wie ich es jetzt zuletzt getan habe, worüber wir ebenfalls gleich noch sprechen werden, teilweise aus einer Position raus, wenn wiederum signifikante Preislevel angelaufen wurden. Weitere signifikante Preislevel, die durchaus auch noch in der Zukunft angelaufen werden können, denn da werden wir ja auch noch gleich drüber sprechen, dass wir aus Price-Action-Sicht noch gar nichts erreicht haben, Freunde. All das hier zwischen gerade ist aus meiner Sicht neues Grundgerausche. Wir haben weitere signifikante Kauflevel bei der Marke von 51.500 US-Dollar, nämlich die 50% Wick-Marke hier aus Tageschartsicht. Das ist eine weitere Ineffizienz im Markt, die noch nicht gefüllt worden ist. Dementsprechend hatte ich eine Tranche bei 53.500 US-Dollar platziert. Diese Tranche wurde getriggert, dadurch wurde unsere Long-Position eröffnet. Auch dort habe ich eine kleine Tranche Spot nachgekauft. Doch, wie gesagt, ich weiß es auch nicht mit 100%iger Sicherheit. Der Markt hätte auch die Legitimität gehabt, hier beispielsweise bis zum zweiten Kauflevel hin zu korrigieren, um dort uns dann mit der zweiten Tranche abzuholen oder sogar noch ein kleines Stück tiefer 100% dieser Ineffizienz bei 49.000 US-Dollar hin zu korrigieren, wie beispielsweise es dann der 100% Wick hier darstellt. Das wäre beispielsweise das dritte Kauflevel gewesen. Und wenn wir uns dann ebenfalls noch einmal kurz weitere höhere Timeframes hier in der Heatmap anschauen, beispielsweise einmal kurz in den 3-Monats-Chart reinspringen, dann sehen wir beispielsweise auch, dass wir hier aus Heatmap-Sicht gigantische Liquidität in diesen Kursregionen haben. Ich setze mich einmal kurz auf die linke Seite und das soll ebenfalls euch auch noch einmal mitgeben. Diese Liquidität, die ist vorhanden bei 49.000 US-Dollar. Das hier wäre eine weitere Bestätigung für dieses 49.000 US-Dollar-Level. Werden wir da hinkommen, kann ich dir nicht sagen. Es ist aber definitiv möglich, vor allem auch aus preistechnischer Sicht, aus Price-Action-Sicht, denn dann kommen wir einmal kurz hier zu der charttechnischen Analyse. Aktuell haben wir aus Price-Action-Sicht noch nichts erreicht, Freunde. Wir befinden uns aktuell weiterhin in der Marktstruktur von Hoch mit tieferen Hochs und Tiefs mit tieferen Tiefs, was ganz klar einen kurzfristigen Abwärtstrend hier in einem übergeordneten Aufwärtstrend signalisieren. Und ehe wir von einer Trendumkehr sprechen können, von substanziell steigenden Kursen ausgehen können, müssen wir erst einmal eine Trendumkehr hinlegen, die aussieht wie folgt, dass wir erstmalig wieder eine Marktstruktur in Form von Tief, Hoch, höheres Tief und höheres Hoch reinbekommen. Diese Bestätigung, wie es hier geschrieben steht, die steht ja letztendlich noch aus. Wir befinden uns aktuell zwischen einem signifikanten Tief und einem signifikanten Hoch. Dieses Tief, welches wir hier aktuell sehen bei 52.500 US-Dollar, sagen ja auch immer ganz, ganz viele Marktteilnehmer, Analysten, YouTuber, Influencer, was weiß ich wer, dass das hier beispielsweise ein höheres Tief ist im Vergleich zu dem. Weißt du es? Nein, weißt du es nicht. Denn dieses Tief ist erst als höheres Tief bestätigt, wenn wir ein höheres Hoch reinbekommen. Was ist, wenn der Markt beispielsweise das hier macht? War es dann aus deiner Sicht ein höheres Tief, ein bestätigtes höheres Tief und vor allem, wenn der Markt das hier macht? Definitiv nicht. Dementsprechend müssen wir uns einfach noch ein wenig gedulden, um offiziell diese Bestätigung reinzubekommen. Denn erst, wenn wir dieses Hoch bei 65.000 US-Dollar herausnehmen, dann haben wir es letztendlich geschafft, einen
kurzfristigen Abwärtstrend, wohlgemerkt kurzfristiger Abwärtstrend, in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Auch der Bullenmarkt ist noch nicht zu Ende. Schau dir dafür bitte unbedingt dieses Video an. Da habe ich jede Menge Gründe noch einmal dargelegt, dass wir definitiv das Peak noch nicht gesehen haben, dass wir mitten in diesem Zyklus sind und aktuell an einem Mid-Cycle-Top stehen. Schau es dir gerne an. Ich bitte dich darum, denn da wirst du ebenfalls hier jede Menge lernen können. Also, diese Bestätigung steht noch aus. Natürlich haben wir jetzt auch wie gestern festgehalten, soweit erst einmal signifikante Widerstände nach oben hin durchbrochen. Diese gilt es natürlich jetzt auch als Unterstützung hier zu testen, nämlich den 200er EMA in dunkelgrün, welcher liegt bei 59.296 US-Dollar und den 50er EMA in hellgrün bei 59.600 US-Dollar. Diese Marken sollten definitiv in naher Zukunft nicht unterschreiten werden. Über das Wochenende sowieso weniger Volatilität. Durchaus möglich, dass wir uns über das Wochenende hier halten. Doch dann wird es auch ganz, ganz spannend am Montag beispielsweise zu neuem Wochenkerzenanfang dann auch diese Level zu halten. Das sind wichtige Marken. Wir befinden uns jetzt gerade in dieser Hürdenmarke und da kommen wir dann auch zu weiteren wichtigen charttechnischen Leveln, nämlich dem Wochenwiderstand, den wir jetzt gerade angetestet haben, bei 60.775 US-Dollar beziehungsweise knapp darunter stehen. Dieses Level ist weiterhin ein wichtiger Widerstand, den wir erst einmal nach oben hin durchbrechen müssen, um überhaupt die Gelegenheit zu bekommen, in dieses Bestätigungslevel reinzulaufen. Und vor allem haben wir auch aus Wochenchartsicht die Marke von 60.600 US-Dollar, welche wir genau angelaufen haben jetzt und erst einmal eine Rejection reinbekommen haben. Dementsprechend auch hier müssen wir diese Marken erst nach oben hin nehmen, um hier diese potenzielle Trendwende, diese Trendumkehr reinzubekommen. Natürlich ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Dennoch ist es aus meiner Sicht einfach noch zu früh, sich zu freuen, denn wir haben einfach noch keinen Bruch in der Marktstruktur und vor allem, wie im letzten Video, in der letzten Analyse noch einmal explizit hervorgehoben, haben wir diese Hürde hier noch zu nehmen, die hochreicht bis 61.700 US-Dollar, um hin bis zu diesem Bestätigungslevel anzusteigen. Sehen wir das höhere Hoch, sage ich euch, Trendumkehr bestätigt. Wir sind auf dem Weg zu neuen Allzeithochs, doch zuvor müssen wir, wie gesagt, 60.700 US-Dollar überwinden und vor allem dann auch diese 61.700 US-Dollar Marke, wo tatsächlich auch in diesen Regionen weitere Liquidität liegt und 65.000 US-Dollar ebenfalls weitere Liquidität. Dennoch, weil wir diesen Bruch der Marktstruktur nicht haben, sind diese Szenarien runter auf neue 52.000 US-Dollar, 51,5 definitiv weiterhin gegeben und in den untergeordneten Timeframes haben wir jetzt diese Liquidität hier herausgesqueezed. In der 7-Tages-Chart haben wir aktuell keine signifikante Liquidität über uns liegen, aus Monatschartsicht ja, dennoch aus beispielsweise Funding-Rate-Sicht ist das Ganze hier tatsächlich sich auch wieder leicht am Wandeln. Dieser gesamte Short-Squeeze, der wurde noch einmal befeuert dadurch, dass die Marktteilnehmer tatsächlich weiter mit diesem Anstieg versucht haben, immer dieses lokale Top zu shorten, sehen wir hier an der Funding Rate, die negativ war, doch ihr seht es jetzt selber, das Ganze ist jetzt geswitcht und mehr Marktteilnehmer spekulieren jetzt auf steigende Kurse und versuchen das Ganze hier zu kaufen, zu longen. Nicht sehr positiv für den kurzfristigen Kursverlauf von Bitcoin. Wenn wir uns kurz einmal das Cumulative Liquidation Levels Delta anschauen, dann weist dieses ganz klar darauf hin, die Longs sind aktuell maximal at risk. Wir sehen eine Long-to-Short-Ratio 120 zu 114 und auch ganz klar die einzelnen großen Volumina-Positionen, die liegen aktuell unter uns. Und eins möchte ich euch auch noch mitgeben, Freunde, wie Cole Garner es hier geschrieben hat, die Binance Top Trader haben in den letzten Wochen, Monaten, über das letzte Jahr einfach eine maximal gute Performance hingelegt. Er sagt es nur. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier einmal die Top Trader Long und Short Accounts. Und aktuell sind die meisten Trader hier auf Binance Short gerichtet. Genauso wie sie Long gerichtet waren, hier zu dem Zeitpunkt, als wir am lokalen Tief standen. Genauso, als sie short gerichtet waren, hier am lokalen Hochpunkt. Genauso, als sie short gerichtet waren, hier am lokalen Hochpunkt. Genauso, wie sie short gerichtet waren, hier an den lokalen Hochs oder hier long gerichtet an den lokalen Tiefs. Das ist ebenfalls ein weiterer Punkt, der mir aktuell missfällt. Die Top-Trader auf Binance, die setzen erst einmal kurzfristig auf fallende Kurse. Und aufgrund all dieser Fakten habe ich mich dazu entschlossen, wie im gestrigen Video bereits im Vorfeld kommuniziert,
Teile meiner Position hier zu schließen in diesen Kursregionen. 25% der Margin geschlossen, genauso wie zu Beginn des Videos erklärt. Scale in eine Position rein skalieren, Scale out aus einer Position hier heraus zu skalieren. In der Erwartungshaltung, dass erst einmal eine Gegenbewegung erfolgen kann, wird sie kommen, kann ich dir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Die Datenlage habe ich dir gerade aufgewiesen, musst dir natürlich ebenfalls deine eigene Meinung bilden. Ich zeige dir immer nur vollkommen transparent auf, was ich hier letzten Endes mache, meine Gedankengänge, meine Analysenmethoden, so dass du dir ebenfalls aus diesem Repertoire deinen eigenen Stil entwickeln kannst. Und zum Abschluss der heutigen Bitcoin-Analyse habe ich wie versprochen auch noch positive Nachrichten für alle Investoren unter uns. Erstens die Bitcoin-Spot-ETFs, denn hier sehen wir nach Tagen signifikante Abflüsse am gestrigen Freitag, endlich mal wieder einen signifikanten Zuflusstag in Höhe von 263 Millionen US-Dollar, was den höchsten Zuflusstag seit über 2 Monaten darstellt. Dementsprechend auch die ETFs haben wieder nachgekauft und zum Abschluss den sogenannten Pool Multiple, dafür setze ich mich noch einmal kurz auf die linke Seite, der signalisiert, ob aktuell von den Minern signifikanter Verkaufsdruck oder eben kein Verkaufsdruck ausgeht. Und hier deuten tiefe Stände des Pool Multiples an, dass signifikanter Verkaufsdruck herrscht. Doch hier müssen wir auch etwas hineininterpretieren, denn immer, wenn der Pool Multiple auf einen Wert unter 0,5 gesunken ist, also hier einen signifikanten Spike nach unten darstellte, dann war das in der Vergangenheit immer ein signifikanter Tiefpunkt, ein lokaler Tiefpunkt hier im Bitcoin-Preischart. Und da sind wir jetzt angekommen, Freunde. Und was folgte nach einem signifikanten Tiefpunkt? In diesem Fall der nächste signifikante Anstieg hier von Bitcoin. Von daher auch eine interessante Metrik, die wir in Zukunft immer mal wieder hier verfolgen. Wir sind aktuell an diesem Tiefpunkt. Der Verkaufsdruck, der ist noch da. Doch wir wollen ja auch eher dran sein als alle anderen, so eine Trendwende eher identifizieren. Und das können wir definitiv aus Vergangenheitssicht mit diesem Indikator, mit dieser On-Chain-Metrik der Miner tun. Und damit wären wir am Ende der heutigen Analyse. Ich hoffe, ich konnte jede Menge Klarheit in das aktuelle Chartbild hier von Bitcoin reinbringen. Du konntest jede Menge Mehrwerte für dich mitnehmen. Du hast was dazugelernt. Falls dem so ist und du es noch nicht getan hast, wäre ich dir extremst dankbar für eine positive Wertung. Gerne auch die extra Meile gehen, wäre ich dir auch extremst dankbar für. Gerne einen Kommentar für den Algorithmus einsteuern. Und falls du neu bist, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen Analysen profitieren. Euch wünsche ich jetzt ein wunderschönes Wochenende, Freunde. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.